Tag mal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Hallihallo, schön seid ihr da. Mai und Wonnemonat Mai. Und ja, 1. Mai ist durch. Dadurch sind wahrscheinlich auch meine Blumen etwas später bei mir hier in Großstädten angekommen. Und er ist mal wieder früh an der Arbeit hier mit euch live. Ja, ich habe gedacht, hey, die Blumen sind spät gekommen. Wenn ich da alles schön durchpauken will, was ich machen muss und machen soll, dann wird es etwas tough und etwas tricky. Dann habe ich gedacht, weißt du was, mal wieder was für alle, die keinen Plan haben, was eigentlich noch so sonst hinter einem Blumenladen steckt. Das möchte ich dir heute Morgen wieder einmal zeigen. Es ist nämlich so. Wenn du in einem Blumenladen arbeitest, dann sind die Blumen nicht schon gereinigt, dann sind die Blumen nicht schon bereit für frische Kreation, sondern wenn du in einem Blumenladen arbeitest, so wie ich tagtäglich mit Leidenschaft, kommen fast täglich wieder frische Blumen, die gepflegt, gehegt und auch arrangiert werden sollten. Und da habe ich gedacht, nehme ich euch heute Morgen wieder einmal mit in meinen Blumenladen. Ich hoffe natürlich, ganz viele von euch finden das witzig, spannend und auch toll. Wenn mal nicht einfach nur kreiert, gewerkelt und gemacht wird, sondern wenn auch mal wieder gezeigt wird, was eigentlich so hinter einem Blumenladen alles abgeht. Also hier zum Beispiel habe ich vorhin die wunderbar duftenden Matthiola Incana oder auch Lefkoin gereinigt. Dann habe ich so wunderschönen Phlox bekommen und dieser Phlox habe ich in drei verschiedenen Farben. Ich habe ihn in Weiß, ich habe ihn in Violett und ich habe ihn in Rosa erhalten. Und ja, naja, diese Blumen, die müssen gereinigt werden. Wenn wir die gleich so einstellen würden, dann müssten wir uns überlegen, was machen die Blumen? Sie sind schon lange rumgelegen. Die sind heute Morgen frisch eingetroffen, gestern irgendwie nach dem Mittag einmal in Holland abgefahren. Und ja, diese Blumen, die brauchen jetzt einen frischen Anschnitt. Die Blätter müssen weg, damit dann auch die Blumen schön sich regenerieren können und rasch möglichst im Wasser sein können. Ja, wenn du sagst, oh, das habe ich noch nie gesehen, oder wenn du sagst, hey, ist das spannend, dann schreib doch mal ein S in die Kommentare rein. Es ist wieder mal wie früher. Ganz früher, als ich so mit dem Blumenmann-Projekt gestartet habe, da habe ich auch solche Sachen gezeigt. Da habe ich stundenlange Blumen geputzt, Blumen gereinigt, euch mitgenommen einfach in meinen Alltag. Da habe ich 3, 4 Stunden manchmal einfach gewerkelt mit euch zusammen. Ich habe aber dann gemerkt, nein, viele lieben das nicht. Euch fehlt die Zeit, euch fehlt vielleicht auch die Lust, einfach mal so zu sehen, wie andere arbeiten. Und vielleicht hattet ihr auch einfach andere Projekte, die euch mehr interessiert haben. Ich habe dann immer so Rückmeldungen bekommen, mach doch bitte etwas vorwärts oder kannst du nicht etwas besser dich vorbereiten, wenn du so live gehst. Und ich habe dann gemerkt, okay, dann machen wir doch einfach kurze, knackige Livestreams, so wie zum Beispiel gestern. Da war ich, glaube ich, 10 Minuten live, habe eine Performance abgelegt mit drei verschiedenen Sommerideen. Und ja, dann hat es, glaube ich, auch vielen gefallen. Ich weiß nicht, ob du es lieber lang oder lieber kurz hast. Schreib mir doch schnell die Kommentare rein, lang oder kurz, was du lieber hast. Magst du den Blumenmann in kurzer Ausführung oder lieber in langer Geschichte? Schreib es rein und ich bin gespannt, was du schreibst. Achtung, Achtung, was Wunderschönes ist hier drin versteckt. Und ich glaube mal, 90% von euch lieben diese Blume. Ja, du siehst, früher
habe ich sie erst spät gekauft. Und auch hier wieder, je früher, je besser. Die Kunden wollen es einfach, je früher, je besser. Und die ersten Pfingstrosen, ja. Und ich habe ganz frisch ein Video hochgeladen, wo es um Pfingstrosen geht, auf Watch Better. Und bei Watch Better, ja, kann man Abos machen, man kann Blumen Videos und ganz viel anderes anschauen. Und wenn du bei Watch Better ein Abo da lässt für den Blumenmann, dann, ja, dann hast du auch was Gutes gemacht. Dann pflanzen die eine Pflanze, einen Baum extra für dein Abo beim Blumenmann. Also lohnt es sich, wenn du mal dort reinschaust. Dann gibt es aktuell auch mal dieses Video über die Päonie. Und wenn du sagst, oh ja, ich liebe Päonie, mach doch einfach mal eine Story über Päonie und schreib uns schnell den Link in die Story rein. Dann schreibst du jetzt Story in die Kommentare rein. Ja, ich bin überrascht, dass immer noch so viele da sind. Und ich glaube, die Leute, die jetzt hier reingeschnuppelt sind, die bleiben auch eine Weile noch hier. Die gehen nicht gleich wieder weiter. Ich hoffe jedenfalls, ihr zieht nicht gleich wieder weiter, wenn ihr da beim Blumenmann eintrudelt und dann wieder fortspaziert. So. Eine oftmalige Diskussion, die man da auch immer wieder führt, ist natürlich die Diskussion über die Verpackung, über den Abfall, der da alles mit sich bringt. Also mal erstens kann man natürlich diskutieren, ob es, ja, die Blumen wirklich unten so viele Blätter und Sachen dran haben müssen. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, es könnte natürlich auch der Holländer oder sonst irgendwer schon die Blumen so schön reinigen, dann hätten sie aber sicherlich auch viel, viel, viel einen höheren Preis. Das heißt, alles würde nochmals teurer. Und ich bin privilegiert, ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist die Blumentarife noch nicht so extrem hoch. Das, wenn ich da rumhöre in Deutschland, habe ich das Gefühl, die Preise für die Blumen, die sind explodiert. Das hat alles nochmals teurer gemacht, die ganze Inflation und alles. Aber hier in der Schweiz habe ich das Gefühl, wir sind noch nicht so schlimm mit den Blumen. Die sind natürlich auch schon immer teurer gewesen als in Deutschland. Das merke ich dann, wenn ich jeweils Sachen für Post versenden möchte. So Scheißqualität habe ich gar nicht gerne. Das macht mich dann jeweils etwas hässig, wenn die Blumen schon kaputt sind. Also es ist ein No-Go. Ja, hat jemand schon ein Abo vom Blumenmann abonniert oder ein Abo gemacht beim Blumenmann Watch Better Kanal? Dann schreibt es mir doch schnell in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, ob da schon wer von euch ein Abo dagelassen hat oder auch schon mal Videos dort angeschaut hat. Ich bin dort einfach mit dabei bei Watch Better, weil ich das Gefühl habe, ja, eine gute Alternative. Es ist was Gutes, weil da Bäume gepflanzt werden. Ich habe heute Morgen geschaut, dank dem, dass ihr schon meine Videos so oft angeschaut habt, haben wir schon zusammen 100 Bäume gepflanzt. Also mit dem, dass ich da Spaß habe, ihr Spaß habt, haben auf Watch Better schon mehr als 97 Bäume pflanzen können. Also wirklich eine ganz schöne Zahl. So ein kleiner Wald, der steht einfach, weil viele von euch schon Blumenvideos angeschaut haben beim Blumenmann und dann ist dadurch ein Baum gepflanzt worden. So. Das sind Gräser, das ist so eine Arbeit, die geht nicht wirklich vorwärts. Das macht mich dann jeweils etwas nervös. Ihr kennt mich ja alle schon ganz gut und ihr wisst, ja, ja, wenn es nicht vorwärts geht beim Blumenmann, dann wird er etwas nervös, etwas kribbelig und das ist eigentlich nicht das, was ich will. Wir schreiben dann einige jeweils in die Kommentare rein, entspann dich mal, nur runterfahren, kommt schon gut und so weiter. Ja, für mich ist es dann immer so eine Herausforderung, wenn es nicht vorwärts geht, wenn ich da so 50 Gräser putze, dass es da etwas nervös macht. Hallo Susanne, hallo an alle.
Jutta schaut mir sich die Videos oftmals später an. Wenn du jetzt heute mal eine dir unter den Nägeln brennende Frage hast, dann schreib es mir einfach schnell mal in die Kommentare rein. Vielleicht finde ich die Zeit, vielleicht sehe ich deine Frage gleich, währenddem ich da meine Blumen reinige und kann dir dann auch vielleicht weiterhelfen. Also, wenn du sagst, hey, ich habe mal schon lange eine Frage, die beantwortest du mir nie, dann jetzt reinhauen und vielleicht klappt es heute. Ja, so Gräser putzen, das braucht auch Fingerspitzengefühl, dass man da nicht zu fest zieht, dass man da nicht zu grob das Ganze anfasst. Eigentlich müsste ich es da auf rechts legen oder besser gesagt auf links. Du siehst, wenn ich da immer die Seite wechsle, muss ich da noch ein Hundertstel mehr Zeit investieren und das ist natürlich nicht so optimal. Also, du siehst, ja, es muss da alles ganz, ganz schnell gehen. Hey, ich sehe, ja, es gefällt, glaube ich, euch. Macht doch mal ein Herz in die Kommentare rein, wenn du Spaß hast, wenn du dich gespannt bist, was als nächstes hier ausgepackt wird. Susan hat eine Blumenrettungskiste bekommen und sie war ganz, ganz glücklich, dass es da einfach mal wieder was Schönes im Garten oder auf dem Balkon gibt. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass ich da ein super Preis-Leistungs-Verhältnis machen konnte, dass ich da wirklich schauen konnte, dass ich da nicht irgendwelche billige Ware reinstecke, sondern gute Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Einige von euch ist es wahrscheinlich wie Weihnachten, wenn man so, wie soll ich sagen, Sachen auspackt. Anke schreibt gleich, ja, so cool, ich muss heute auch noch oder darf heute auch noch Blumen putzen, Blumen auspacken. Ja, ich sehe. Das gehört halt einfach auch dazu. Viele Leute vergessen das auch immer wieder, dass da viel mehr dahinter steckt als einfach nur Blumen putzen, Blumen binden und so weiter, sondern da gibt es halt wirklich viel, viel, viel mehr zu machen. Wenn man das Gefühl hat, ah ja, in einem Blumenladen, da kann ich einfach so ein wenig Blümele und ein wenig Schönes machen. Dann bist du ganz falsch, sondern es gibt viel, viel mehr. Ich bin so weit weg, ich weiß, ich bin für viele einfach zu weit weg. Und ich bin mir da ganz klar bewusst, es geht nicht für alle, dass sie einfach mal hier zu mir, ja. Die Alena freut sich auch schon auf die Blumenlieferung. Hast du selber bestellt oder hat deine Chefin bestellt? Und ja, weißt du jeweils, was kommt? Oder ist es dann immer ein wenig eine Überraschung, was da alles ausgepackt wird? Jemand fragt, kannst du mal eine schöne Pflanzenschale, Frühlingsschale zeigen? Ich sag dir ehrlich, Frühling ist vorbei. Also eigentlich sind wir jetzt schon im Sommermodus im Blumenladen. Die Geranien sind da, die Hortensien sind da und ich habe ein Video hochgeladen auf Wattspäler heute Morgen auch gleich noch für eine schattige Pflanzenschale in Weiß ist heiß. Und da kannst du schauen, was muss ich machen, damit meine Pflanzen auch wirklich gut gedeihen. Auf was muss ich achten, wenn ich da Pflanzen eintopfe und wie muss ich das machen, dass meine Pflanzen auch schön wachsen trotz Schatten. Und zwar ist es da ganz wichtig,
dass du Acht gibst, dass die Pflanzen den richtigen Standort haben, dass sie gute Erde haben. Und auch ganz wichtig ist natürlich, dass die Pflanzen, wie soll ich sagen, nicht zu feucht haben, dass das Gefäß, wenn möglich, ein Loch hat und dass man auch die verblühten Blüten immer wieder schön auspitzelt, so dass die Pflanze nicht Samen macht, sondern dass sie einfach weiter macht. Andreas, du möchtest wieder einmal eine Rose ins Bündnerland bekommen. Ich bekomme heute schöne lachsfarbene, schöne weiße und glaube ich schöne rosa. Ich weiß es noch nicht. Bist du da noch ein wenig bei mir, Andreas, oder musst du gleich wieder weiter? Am einfachsten machst du mir eine WhatsApp-Nachricht und dann können wir da schreiben, was du am besten bekommen könntest. Es gibt jetzt auch Pfingstrosen, die sind auch wunderschön und aktuell. Und die Pfingstrosen, die kann ich dir auch gut per Post versenden. So, schaust du mal, das ist auch eine ganz schöne Milchsternblume. Warum schneidest du die Nelken so? Was heißt, warum schneidest du die Nelken so? Erstens mal, wenn ich die Blätter dran lasse, kann ich diese nicht in die Vase einstellen, weil sonst gibt es sofort Bakterien und Fäulnis. Zweitens, wenn ich die nicht anschneide frisch, können sie kein Wasser gut aufnehmen. Und drittens habe ich sie ja meistens nur ein wenig eingekürzt. Aber wenn sie natürlich verbrochen sind, dann ist es auch wieder ein Problem. Also du siehst, es hat ganz, ganz, ganz viele Tücken so in einem Blumenladen, wo man immer wieder sich updaten muss. So. Du siehst, das ist auch eine Nelkenart. Und zwar ist das eine Nelke, die ist verzweigt. Das heißt, da hat es ganz viele kleine Nelkenblüten dran. Und auch hier ist wieder wichtig, dass wir diese Blätter wegnehmen, nicht dass es dann eine Fäulnis gibt. Ah, ob jetzt gerade oder schräg, die Gretchenfrage. Und weißt du, wie gerad, wie schräg? Ist besser. Machst du bei den Rosen eine kilometerlange, wie soll ich sagen, Anschnittstelle oder machst du sie schräg oder ganz schräg? Da könnte man stundenlange diskutieren. Mein Chef, wo ich die Lehre gemacht habe, der hat wirklich auch nur ganz kurz geschnitten. Die Rosen, die haben immer super gut gehalten. Und wenn du einen kilometerlangen Anschnitt machst, der fast, wie soll ich sagen, so lang ist wie mir eine Messerklinge oder noch länger, frage ich mich jeweils, ist das wirklich sinnlos? Und dann ist auch noch wichtig zu wissen, oder wenn wir die Rosen zweimal im Blumenladen anschneiden und dann hat man immer so einen langen Schnitt gemacht, hast du am Schluss ganz kurze Rosen. Und das wollen wir ja auch nicht. Die heißen bei uns Spray-Nelken. Ja, du kannst Spray-Nelke sagen, das ist eigentlich wirklich der richtige Name. So, wer ist immer wieder hier beim Blumenmann mit dabei? Die wissen natürlich auch, am Dienstag ist Löwentag. Ich habe das Problem, dass heute die Blumen so spät angekommen sind, dass ich gedacht habe, ja, ich nehme euch mal mit in den Blumenladen Alltag und mal schauen, was es alles zeitlich passt und reicht. Eigentlich der Löwen, der muss reichen, aber Garantie, dass es reicht, gibt es natürlich nie. Und darum nehme ich euch einfach mal so mit. Ja, guten Morgen an den Bodensee. Natalia, bist du das oder wer ist es vom Bodensee?
Guten Morgen, lieb. Ich bin froh, dass du wieder live da bist. Live meinst du wahrscheinlich, ja. Ich bin live. Es ist alles live ohne doppelter Boden. Und es ist halt mal wieder so ein wenig oldschool nach alter Schule von früher. Geht es dir wieder besser? Oder bist du immer noch nicht so fit? Ja, manchmal bringt einem ja das Leben Überraschungen. Und so weiter. Und ich denke, da sind ganz viele nicht so wirklich fit, die da zuschauen. Gesundheitliche Probleme oder sonstige, ich sag mal, Probleme. Machen wir doch für alle, die vielleicht jetzt gerade ein wenig eine Krise haben oder vielleicht nicht so fit sind, eine Herzwelle. Eine Welle mit Herzen für alle, die nicht so fit und munter sind. Ja, momentan ist wirklich so eine Übergangsphase im Blumenladen. Das heißt, kurz nach Frühling, kurz vor Muttertag. Auch ein wenig kurz vor Sommer ist natürlich auch ein Thema. Musste gerade überlegen, welche Farbe dass diese als Tromerien haben. Ihr habt jetzt herausgefunden, das ist so eine orangefarbene Alstromerie. Jetzt siehst du wieder. Wenn ich die Blumen nach rechts lege, haben wir die Problematik, dass ich da nochmals einen Handgriff mehr mache. Ah nein, mir geht's gut. Ich gebe mir Mühe, dass ich so bleibe, wie ich bin. Ich habe das nicht auf mich. Sag zu deinen Schulfreunden einen lieben Gruß von mir und ja, auf bald beim Blumenmann. 7:30 ist Schulein wahrscheinlich. Das ist dann früh bei euch. Bei uns war die Schule erst so in der Berufsschule um 8:30 oder so, weil einige lange Arbeits- oder Schulwege hatten. Maiglöckchen, ja, das Problem ist immer bei diesen Blumen, Maiglöckchen zum Beispiel, die sind einfach schon wieder fast durch. Also im Blumenladen, ja, man bekommt das Zeugs, aber es ist halt einfach qualitativ oftmals nicht so toll, wenn es dann schon wieder warm wird. Heute habe ich im Radio gehört, will es diese Woche über 20 Grad und dann sind die Frühlingsblüher einfach schon ein wenig, wie soll ich sagen, labil, nicht so toll. So, etwas Schönes, Grünes, die grünen Monstera-Blätter, ich mag sie. Und dann haben wir hier so eine wunderschöne lachsfarbene Rose, die da frisch eingezogen ist. Ist auch wunderschön. Schau mal. Manchmal etwas schwierig, dass die Kamera diese wunderschöne Farbe auch aufnehmen kann. Ich habe noch zwei Maiglöckchenpflanzen vor dem Laden. Die warten noch auf eine Abnehmerin, einen Abnehmer. Man muss sich ja bewusst sein, in einem Dorf oder in der Stadt verkauft man natürlich unterschiedlich die Sachen, die man hat. Zum Beispiel in der Stadt gibt es viel mehr, so wie soll ich sagen, Leute, die stehen voll auf die Trends, die spazieren durch, dann sehen sie die Maiglöckchen und dann schnappen sie sich die Maiglöckchen. Das ist in einem Blumenladen in einem Dorf etwas anders. Da hat man viel weniger Frequenz vor dem Laden durchlaufende Leute.
Und dadurch ist das dann auch etwas anders, wer was und wie einkauft. So, einen wunderschönen guten Morgen an alle, die jetzt erst da reingeschaltet haben beim Blumenladen. Warum nimmst du die Blumenblätter da unten weg? Wenn man die Blätter so einstellen würde, dann erstens mal hat die Rose viel Energie, die sie verschwendet, mit Blätter versorgen, mit Wasser. Zweitens, wenn man Blätter ins Wasser reinstellt, dann wird das Wasser relativ schnell schmutzig. Das heißt, schmutziges Wasser ist nicht gut für die Blumen. Das heißt, es geht mit den Bakterien sagen. Es entstehen Bakterien und mit den Bakterien, also will da jemand irgendwie mir Konkurrenz machen, was die Länge angeht von meiner Größe oder was soll das? Schau mal. Die sind rund 1 Meter lang, 90 cm lang, wunderschöne große weiße Rosen. Hättest du eine passende Vase? Schreib mir in die Kommentare rein, wenn du eine passende Vase für diese Monsterrosen hättest. So, ja, ich bin jetzt schon rund eine halbe Stunde da, meine Blumen am Reinigen. Das braucht alles Zeit und ich sage, ich bin schnell, was das Blumenputzen anbelangt, habe ich das Gefühl jedenfalls. Wenn du das Gefühl hast, ja, bei dir geht es immer rucki-zucki, zack, 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 dann freut mich das natürlich, wenn du mir das auch in die Kommentare reinschreibst. So. Du siehst, hier haben wir so junge Triebe bei den Rosen, das ist im Frühling auch ganz normal. Und da muss man wirklich die auch wegknipsen. Das ist der Nachteil, wenn man die einfach so drin lässt, dann hat man das Problem, dass dann die Energie auch in die jungen Triebe geht und das ist suboptimal. Ich bin da voll im Fokus auf meine Rosen, darum kann ich da euch auch nicht immer alle Fragen beantworten, aber ich sage auch einen herzlichen guten Morgen in die Runde. Marianne, Brigitte, Beatrice, Rita und wer ist alles? Maiglöckchen zu Rita, die beiden Stücke. Okay, ich mache die dann sehr gerne zu dir. Sie sind, ja, man muss sie dann halt in den Garten machen. Sie sind nicht, noch nicht schlechte Qualität, aber sie sind so ein wenig aufgeblüht. Wir besprechen das dann später, liebe Rita. Ich mach mal die Rose in die Vase. Wer mag alles exotische Blüten? Der schreibt mal exotisch in die Kommentare rein. Ich mag exotische Blüten sehr. Und ich mag das 0815 Zeugs nicht mehr. Die Chrysanthemen und alles andere, das mag ich irgendwie nicht mehr. Und darum
liebe ich es immer wieder, wenn ich da mit Anthurien und Allium und allem anderen einfach immer wieder schöne Sachen machen kann. Ja, und was ich nicht so mag und mich manchmal auch traurig stimmt, ist, wenn ich so lange live bin und dann so wenig Herzen und Daumen nach oben habe. Also, wenn es dir Spaß macht, für den Friedhof, ich pflanze nur dann Pflanzen in den Friedhof ein, wenn ich auch auf den Friedhof gehen darf. Das kommt erst wieder so im Juni, wo ich dann wieder ein neues Video hochlade zum Sommer. Ich mag die Mischung. Ja, die Anita mag, ich denke mal, die Blumenmann-Mischung. Das ist doch cool. Ich habe gehofft, dass ich auch eine Anthurium Midori, das ist diese Sorte da, diese grüne, in meiner Mischung habe. Ja, immer so eine Geschichte, man weiß nicht, wenn man so eine gemischte Box bestellt, welche Sorten man alles bekommt. Aber da die Anthurium Mixbox, die haben wir da bekommen. So. Ja, die Arbeit, die man machen muss, bis es mal losgeht. Ja, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Und Floros, weißt du, dass der Blumenmann in der Schweiz zu Hause ist und nicht irgendwo in Deutschland oder Österreich? Vielleicht wissen das viele nicht. Sie hat geschrieben, liebe Grüße aus der Schweiz. Und ja, du kannst liebe Grüße von der Schweiz sagen, weil ich bin ja auch in der Schweiz zu Hause. So, da diese Plastikhüppeli auch sind ganz wichtig, damit die Blumen schön geschützt sind und nicht kaputt gehen. Ja, im Dezember habe ich ja bei einer Challenge mitgemacht, wow, von Pinterest, vielleicht hast du das mal mitbekommen, und aktuell läuft auch wieder so eine Challenge. Und ich bin dann dankbar, wenn ihr mir da supportet und mir da helft, weil ich gebe ja tagtäglich, fast tagtäglich aktuell. So. Sieht doch wunderschön aus. Also, wir waren ja vorhin noch bei der Diskussion über schon wegen Pinterest. Wer hat alles von euch Pinterest? Schreibt mal, ich habe Pinterest, in die Kommentare rein, weil ich mache da wieder bei einem Wettbewerb mit. Und diesen Wettbewerb möchte ich gewinnen. Und ich gebe ja euch tagtäglich ganz viel Inputs, Infos und. Und ich habe einfach das Gefühl, ja, eine Kleinigkeit könnt ihr ja für mich auch machen. Und wenn ich dann in den nächsten Tagen auf Facebook und auf YouTube und auf Insta Werbung mache für einen Pin, wäre es einfach angebracht, wenn ihr da einfach mal euer Merken-Button drückt und wenn ihr dann auch bitte einen Kommentar da lässt mit einer guten Idee oder sonst irgendwas. Ja, das wäre von euch mega, mega nett. Also, wenn ihr das machen könntet für mich in den nächsten paar Wochen, wäre das für mich ein Push, dass ich da tagtäglich wieder
ja, Infos weitergebe. Und ich sehe, ja, ihr habt da schon viele Schreiben. Ich habe Pinterest, ich habe kein Pinterest. Das wäre super lieb. Also wenn ich da, ich sag mal, 200 bis 300 Leute zusammenbringe, vielleicht auch 500 Leute, und das ist ja bei dieser Größe der Community nicht so eine Geschichte, sollte alles klappen und reichen, und dadurch wäre es von euch mega lieb. Also ich sehe da, mache ich gerne. Das ist mega lieb von euch. Ich hatte letzte Woche Besuch von Kollegen am Wochenende. Da haben wir auch über Social Media und so diskutiert. Und ich habe gesagt, wegen Pinterest irgendwas, ich weiß nicht mehr was, wegen Deko-Ideen oder so irgendwas, haben wir über Pinterest gesprochen. Und ich habe dann so gesagt, ich habe keinen Plan von Pinterest. Ich habe so gedacht, i, oh, wenn du keinen Plan hast von Pinterest, wo lebst du? Ja, das ist so eine Geschichte für sich, aber egal. Jeder muss selber wissen, was er macht mit seinem Handy, mit seinem Computer und mit der freien Zeit. Und dadurch, dadurch, ja, ist es so eine Geschichte mit Pinterest und allen anderen Kanälen, die man da immer wieder besucht, die man da immer wieder bearbeitet und beackert als Blumenmann, und ihr natürlich dadurch auch vieles genießen könnt. Die Mimi Eden, eine Rose, ich liebe sie über alles. Ich weiß nicht. Ja, es gibt noch andere zauberhaften Rosen. Ich habe Pinterest auch vor Jahren einmal entdeckt, gestartet und immer so mich gefragt, was soll dieses Teil? Und irgendwann habe ich gecheckt, ah, Pinterest kann wirklich ganz viel. Und dann habe ich versucht, dort auch durchzustarten, und das wäre mega lieber, Lena. Du schaust dir das App an, du schaust dort, dass du dem Blumenmann DIY folgst, du machst eine Pinnwand zum Beispiel, Blumenkreation oder Sommerdeko oder was auch immer, und dann hast du relativ rasch das Ganze ein, wie soll ich sagen, eingearbeitet hast du dich schnell, und dann musst du einfach auf mein Pin dann mit dem roten Button drücken und merken drücken. So, bei euch ist bewölkt, bei euch hat's gestern, bei uns hat es gestern den ganzen Tag fast runtergelassen geregnet, war nicht so optimal. Was ist schon optimal und was ist schon gut und so weiter. Das ist ja so eine Geschichte für sich. Hast du Mühe mit den ganzen Namen lernen? Nein. Das ist eine Fleißarbeit. Ich bin schlecht so im Aussagen von Namen. Aber ja, ich habe es gelernt, aufschreiben. Habe ich alles geschafft. Ich habe ja meine Prüfung auch bestanden, glücklicherweise. Was will der Peter? Ich habe verpasst, Ritter, schreibt mir nochmals die Kommentare rein, was der Peter da diskutiert. Ist wirklich mega krass, die Sonne, die ist schon wieder brutal stark, wenn sie mal scheint und unsere Haut sich noch nicht so richtig an die Sonne gewöhnt hat, dann müssen wir aufpassen, wie verrückt, dass wir da nicht gleich uns einen üblen Sonnenbrand abholen, das ist ganz klar. So, 20 vor 8 in der Früh, einen wunderschönen guten Morgen für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben und denken, was geht hier ab beim Blumenmann?
Hier ist wieder einmal so ein Oldschool Livestream, das heißt ein Livestream, wo ich auch zeige, was man alles mit Blumen macht, bevor man da wirklich durchstarten kann. Meine Blumen hatten Verspätung, normalerweise kommen die so zwischen 5 und 6 in der Früh. Heute sind sie einfach mal so um kurz nach 6:45 eingetroffen. Das heißt, ich habe etwa so eine Stunde Verspätung. Das hasse ich wie verrückt. Dann habe ich meinen Zeitplan, den ich mir da immer schön sorgfältig zurechtlege, schon mal wieder über den Haufen werfen müssen. Und das nervt mich jeweils mega. Aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, machen wir das Beste draus. Und ja, ich nehme euch mal wieder mit in den Blumenladenalltag und zeige euch, was man da alles so machen kann und machen muss, bevor man ja kreativ sein darf. Und ich möchte heute mit euch auch noch kreativ sein. Das heißt, für alle, die noch etwas Zeit haben, ja, ihr dürft nachher mit mir zusammen auch noch schnell ein paar Inspirationen abholen. Habt ihr Lust auf irgendwas Kreatives mit dem Blumenmann, denn ja, schreibst du kreativ in die Kommentare rein. Wieder was Exklusives, Exotisches. Wie schön sind denn die? Cymbidium Orchidee, ein Traum. Ups. So, dann habe ich da noch was für eine Bestellung, und zwar für ein Hochzeitsfest. Am Wochenende habe ich schon Blumen eingekauft, weil das ist dann immer wichtig, dass man die Blumen auch etwas geöffnet hat, je nach Situation. Und diese wunderschöne Rose, die öffnet sich auch wunderbar. Aber man muss sie natürlich frühzeitig kaufen. Sonst hat man dann Probleme, dass sie einfach geschlossen sind und so nicht schön zur Geltung kommt. Also da habe ich jetzt mal was eingekauft, schon vorzeitig. Es ist wirklich auch immer so wichtig, dass man da eine Planung macht, eine Planung hat, eine Idee hat, wie gehe ich vor. Genau, das ist mega lieb von dir und von allen anderen, die heute Morgen schon den Livestream geteilt haben. Heute geht es nicht darum, kreative Momente zu erleben, sondern heute geht es darum, dass man auch verstehen kann, warum ist ein Blumenstrauß aus dem Blumenladen teurer als aus dem Discounter. Das heißt, im Discounter sind die Blumen oftmals nicht gereinigt. Im Discounter sind die Blumen oftmals einfach noch mit allen Blättern und so. Und du siehst, so eine Rose braucht Zeit, bis die richtig schön gereinigt ist. Und ja, man könnte hier auch diskutieren, man kann einen viel längeren Schnitt machen, aber nein, das will ich nicht. Ich will einfach lieber einen schön sauberen Schnitt mit einem scharfen Messer. Und ich weiß, viele von euch haben schon so einen Blumen man Schneidemesser gekauft, damit sie wirklich auch zu Hause gut arbeiten können. Ja, das ist toll. Machst du ihn gesteckt, den Brautstrauß, oder machst du ihn gebunden? Ich mache sie oftmals gesteckt, weil dann der Vorteil bei den Brautsträußen ist, dass man auch Wasserversorgung hat und nicht Angst haben muss, dass die Rosen und die anderen Blumen dann auch weg. Diese Rosen hier, die ich da habe, die sind nicht für den Brautstrauß geplant, weil wenn ich die für den Brautstrauß nehmen möchte, wäre das Problem, dass die Rosen fast ein wenig zu groß sind. Also
ja, es schlägt dann die ganze Kreation. Ich persönlich nehme lieber kleinblumige Rosen in die Sträuße rein. Ja, auch immer so eine Frage, wie groß soll der Brautstrauß sein in der Kombination mit der Braut? Also eine kleine Braut sollte auch eher einen kleinen Brautstrauß tragen. Das finde ich eine schöne Idee. Ja, liebe Susanne, du meldest dich. Wann ist dein Geburtstag? Schon bald. Im Juli, August bin ich im Urlaub. Und wenn du an einem Montag oder an einem Samstag Geburtstag hast, dann wird es etwas komplizierter. Aber wir finden da sicher eine gute und spannende Lösung für alle. So. Gut. Findest du, ich war genug schnell beim roten Putzen? 16. Mai, das schaffen wir. Ich habe den Kalender noch nicht gekehrt. Dienstag, ja, passt. Montag weg, Dienstag bei dir. Das klappt ohne Probleme. Fast am 15. Geburtstag. Jetzt ist die Schwierigkeit zusammen. Montags Postversand geht nicht. Das heißt, du müsstest schon vorher den Blumenstrauß wahrscheinlich bestellen. Das heißt, Samstag Postzustellung klappt. Alena, im Juni bin ich vielleicht nochmals im ARD-Buffet und im Juni, sonst bin ich da, aber du musst dann vorher, wenn du kommst, mir schreiben, dass ich dann sicherlich da bin und nicht irgendwo weg bin. Wenn alles normal läuft, bei einem One-Man-Show weiß man nie genau, was alles sonst noch passiert oder so ist. Es ist immer so ein wenig heikel. Genau. Aber ja, ist halt, wie es ist. Ist das aber früh, schreibt die Lili. Nein, ich bin etwas spät dran heute. Weil eigentlich müsste, wollte, sollte ich schon kreativ sein. Und es geht einfach nicht, weil ich da meine Blumenlieferung spät erhalten habe. Das gehört halt einfach auch dazu. Ja, du hast einen schon bekommen, Peter, genau. Jetzt bist du dran wahrscheinlich. Ja, du hast ja alle meine Koordinaten. Die sind ja auch nicht geheim oder so. Genau so. Jetzt haben wir dann gleich alles Material, das so schnell wie möglich in die Vase muss, geputzt. Ich hoffe, es war euch nicht langweilig heute Morgen mit dem Blumenhahn. Vielleicht hast du erst jetzt gerade eingeschaltet und denkst, was macht der da? Der putzt ja einfach nur so Blumen. Ja, das macht er, der Blumenmann. Heute ist mal wieder so ein Tag, wo halt mal die Blumenlieferung etwas verspätet angekommen ist, wo ich mich da anders und organisieren musste. Und ich hoffe, es ist euch, wie soll ich sagen, auch kommod. Es hat euch auch Spaß gemacht, hier ein wenig zuzuschauen. Guten Morgen, Rutli, schön, dass du da bist. So, was denkst du, was packe ich als nächstes noch zum Auspacken? Ihr könnt euch überlegen, was packe ich als nächstes noch aus einer Schachtel aus. Vielleicht hast du eine Idee, vielleicht hast du eine Vorstellung, vielleicht bist du richtig gespannt. Ich bin gespannt und du natürlich sicherlich auch.
Jetzt habe ich eine Stunde gebraucht, um meine Blumen auszupacken. Und ja, das war ein relativ schnelles Teil. Germini, nein, Monika ist es nicht. Das hier, kein Problem, wenn du fragst, wenn ich sehe, was du fragst, dann helfe ich gerne. Es gibt Sweet Avalanche, das ist diese Sorte. Dann habe ich heute Morgen auch schon die Peach Avalanche ausgepackt und auch die Avalanche, die normale, habe ich schon ausgepackt. Weißt du, normalerweise nehme ich die von Italien, die Strelitzien. Dann gibt es auch immer noch oben drauf ein wunderschönes Blatt. Schaut euch mal diese wunderschönen Strelitzien an. Die sind wunderschön. Gute Qualität, habe ich das Gefühl. Schön kräftig gewachsen. Auch innen haben sie noch Blüten drin. Schön eingepackt und damit wollen wir dann heute, glaube ich, mal das Löwengebrüll machen. Habt ihr Lust, den Löwen zu sehen am Dienstagmorgen? Dann schreibst du jetzt Löwen in die Kommentare rein. So. Ab in die Vase. Die haben extra so schöne Teile hier reingemacht, damit die Kiste wirklich schön stabil ist. Und haben wir da noch, bevor wir kreativ sein können, machen wir da noch ja, auch diese Arbeit ist interessant, da habt ihr absolut recht, auch das gehört einfach dazu. Wir können ja ohne Blumen nicht kreativ sein, nicht wahr? Das ist ganz wichtig zu wissen. Und ja, ich sag mal, das gehört halt wirklich auch zum Daily Business. Wir könnten jetzt hier jedes einzelne Schleierkrautzweig noch auseinandernehmen. Schauen, ist alles perfekt. Das lasse ich jetzt sein, damit es etwas schneller vorwärts geht. Ich schneide das einfach so schnell ab. Mach's ab in die Vase. So, Schleierkrautgeschichte. Man kann es nicht so gut sehen, aber das ist so eine schöne Farbe, so ein Little Pink. Einfach wunderschön. Vielleicht sieht man es jetzt. Die Farbe ist einfach umwerfend. So, lassen wir den Löwen brüllen. Und zwar habe ich gedacht, nehmen wir dieses einfache Gefäß, legen hier einmal die Steckmasse rein und was darf man nicht vergessen mit der Steckmasse? Natürlich das Wasser. Das Wasser reinlegen, das ist ganz, ganz wichtig. So, ist das zu viel Wasser? Jetzt habe ich dann eine Überschwemmung, das wollen wir ja auch nicht.
zwei, drei. Nelken. Dann decken wir den Rand schön sorgfältig mit diesen wunderschönen Kokosfaser ab. Wir nehmen zweimal ein Philodendronblatt . Seid ihr schon gespannt, wie es am Schluss aussieht? Dann schreibst du mal ein G, wie gespannt, in die Kommentare rein. Dann haben wir einmal ein Casmiatum. Haben wir zweimal ein schönes Talinum. Dann nehmen wir einmal Hypericum. Wow, die Stelizen sind schon unglaublich schön. Wer will alles auch Stelizien? Wer liebt alles auch Stelizien? Und wer will alles Stelizien haben? Schreibt schnell in die Kommentare rein. Umwerfend. Einfach schön. Und so, siehst du, haben wir eine einfache orange Kreation gefertigt. Ja, es geht so einfach und so schnell. Man kann was Tolles kreieren und machen. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte lieber nochmals was mit Strelizien sehen, dann schreibst du Strelizie. Und wenn du sagst, ich will was in Weiß ist heiß sehen, schreibst du Weiß ist heiß in die Kommentare rein. Schau da schnell, was ihr da reinschreibt, beides. Die Marian schreibt beides. Rutli weiß ist heiß. Ja, ich glaube. Wir machen mal weiß ist heiß. Und zwar. Da. Auch hier wieder machen wir ein Stück Oasis rein, die Steckmasse. Ich habe ja noch so die ultra spannende, neue, frische Steckmasse. Beatrice, bist du da? Hast du Lust auf Stelizien oder hat die Anke Lust auf Stelizien? Wer hat Lust auf Stelizien?
Liebe Brigitte, den Löwen. Den Löwen habe ich heute Morgen schon gemacht, leider. Aber ich kann ihn dir nochmals zeigen. Oder du gehst einfach heute im Löwen Mittagessen oder Nachtessen oder morgen oder übermorgen. Eine Woche steht der Löwen nun im Löwen. Du weißt schon, was ich meine. So, machen wir da diese weiße, heiße Kreation, die ihr gewünscht habt. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die weiße, heiße Kreation haben wir auch gefertigt. Und die Frage ist nun, wer mag sie alles? Weniger ist mehr, exklusiv, elegant ist doch toll. Und wenn du jetzt sagst, die gefällt mir diese Kreation, machst du einen Daumen nach oben in die Kommentare rein. Und wenn du sagst, ja, schau mal, den Löwen habe ich noch verpasst. Das ist der Löwen hier. So, jetzt machen wir noch eine Kreation, eine, ich sag mal, böse gesagt, letzte Kreation für heute. Ich hoffe fest, auch die wird euch allen, oder sagen wir fast allen, gefallen. Mal schauen, ob ich es hinkriege, dass ganz viele am Schluss gefallen reinschreiben. Also, wir brauchen nicht viel Material. Wir brauchen zwei Zweige grün, damit wir mal die Basis sauber machen können. Eins, zwei. Dann nehmen wir einmal ein großes Blatt rein. Dann legen wir zwei Gräser rein. Dann machen wir zwei Nelken rein. Dann
machen wir einmal ein Hypericum rein. So, sorry, ich bin da immer auf verschiedenen Kanälen am Schauen, dass ich da nichts verpasse. Einmal so, einmal unten, einmal unten. Und so haben wir eine spannungsvolle Aufbaugeschichte. Und nun stecken wir da noch zweimal eine Strelitzie rein. Zwei. Und so haben wir was Schönes, Exklusives, Tolles kreiert. Du siehst, es braucht wirklich nicht viel und schon ist was Schönes entstanden. Wenn du jetzt sagst, oh ja, lieber Blumenmann, oh ja, der ist meiner, dann der kann ich problemlos auch per Post verschicken. Also da habe ich die Kiste schon bereit, die nämlich, wo die Strelitzien eingeliefert wurden. Wenn du jetzt sagst, den will ich, dann musst du jetzt schnell mir eine WhatsApp schicken, damit der nicht schon wieder verkauft ist. Also wenn du sagst, den will ich, dann musst du mir eine WhatsApp schicken oder hier energisch in die Kommentare reinschreiben, den will ich haben. Und sonst? Ja, sonst finde ich sicher irgendeinen Abnehmer in oder einen Abnehmer. Weniger ist manchmal mehr, ja. Das ist das Blumenmann-Motto hier immer wieder. Und ich hoffe, es hat dir einfach Spaß gemacht, mit mir hier in den neuen, oh, meine Nase juckt, Tag zu starten. Es war ein langer Stream. Es war so wie früher, wo ich so vieles gezeigt habe, euch mitgenommen habe in den Alltag hier beim Blumenmann. Es gibt so viel zu machen, zu erledigen und zu kreieren. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was alles zu machen gibt immer in Blumenladen. Leider nach München ist etwas schwierig, besonders Blumensträuße. Anderes geht schon, aber Blumensträuße ist mega, mega schwierig. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid morgen, wenn ich live bin, auch wieder da. Ich weiß es noch nicht. Wir lassen uns mal überraschen und treiben. Und das hier war der Blumenmannstrauß von heute Morgen. Extrem einfach und schnell was Schönes gemacht. Ich hoffe, du warst auch dabei und hattest Spaß. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder hier beim Blumenmann. Auf bald wieder hier bei mir.